Die Aufnahme, hallo auch an alle, die bei YouTube zuschauen. Es geht weiter mit Siberia. Herbst 2005, Kate erkundet die Berghütte am Silberspiegel. Ja, den haben wir ja beobachtet durchs Teleskop. I'd like to know what Leon sees in her. Ja, die Kiste, genau, ich erinnere mich. Thanks for popping up, Dana. How did the shift go? Fine, same as usual. Just finishing up here, then I'll make us a nice cup of tea. Wow, that looks futuristic. What is it? Ah, that little baby is my viewer. That's why it goes in the coffer. What does it do? I use it to put together and edit the rushes. The what? Rushes. In other words, the strips of unedited footage. I've finished today's selection, so be a dear and put it in the coffer, would you? I would if I knew how. Oh, just turn the key in the lock. Wenn das mal so einfach für uns gewesen wäre, hm? Kurzer Blick auf die Frames. Bisher sieht es okay aus. Da gehen welche verloren, aber alles im grünen Bereich. So, Zeitwechsel. Oh, können wir jetzt zwischen den Zeitlinien hin und her springen? Dank des Dokuments, das Kate 2005 gefunden hat, können Sie die Ereignisse der Vergangenheit, die dort beschrieben sind, selbst erleben. Nutzen Sie die Informationen, die Dana in der Vergangenheit gewinnt, um mit Kate weiterzukommen. Drücken Sie LB, um zu wechseln. Okay. Ich würde aber, glaube ich, erstmal gerne hier sprechen. The coffer is right there, darling. Ja, danke für den Hinweis. Da ist der Koffer, aber hier gibt es doch noch mehr zu sehen. Huh? That's a lot of equipment you have there. If you don't mind my asking, how do you manage to pay for it all? Oh, that's easy. Especially when you know a few generous patrons of the arts, dear. Könnt ihr mir auch gerne mal rückmelden, gerade aus dem Stream, wie das Bild ist, ob sich irgendwas verändert hat. Did you take the photos of the athletes? You're not often lonely then. Well, look at our sweet little waitress. Doesn't she have a saucy mind? It's called art, dear. My work aims to explore every facet of youth and the vitality of bodies. I bet it does. Das klang jetzt irgendwie faschistoid. 36 sind die Olympischen Spiele ja auch in Berlin. Was ist das, die Dunkelkammer hier? Die haben wir mit... Hey, you little snoop. Where do you think you're going? Just looking. Mit Kate noch nicht gesehen, oder? I love your photos. Ah, well, they each represent an element of mountain wildlife and flora I've photographed recently. I use them as a sort of checklist. A checklist, huh? Oh, Mister. Ach so. Kann man es auch umdrehen? Nee. Das sieht schön aus. Okay, warum jetzt der Cursor hier aufgetaucht ist, weiß ich nicht. Vielleicht. Jetzt geht's wieder. Okay. Junters Blank Film.
soon to become movies. All these newspaper clippings mention the Brown Shadow. According to Father, their influence is growing among the population. Now that I've had the misfortune of meeting Herr Huss here, I understand his concern. Okay. Wenn ich jetzt mal... Looks like I'm out of options for now. I should check on what Dana did in 1937 while she was here. It might show me a way to open the coffer. Und der Schrank steht hier davor, hä? Huh? According to Yunta's notes, there was a room on the other side. I can't reach it anymore, but Dana could. Aber man sieht's. Man kann den Durchgang noch sehen, wenn du den Schrank schiebst. Nein. I can't reach it anymore. Möchte sie nicht. Okay. Und irgendwas fehlt uns hier noch beim Koffer? Ach, das ist auch noch ein Schloss, ja? I'll need a key to open it. So einen Schlüssel haben wir ja schon mal gesehen, aber den hat sie, glaube ich, nicht mehr, ne? Wie komme ich ins Inventar? Schlüssel holen, ja. Das will ich aber nicht. Zum Buch und dann... Muss ich erstmal schauen. Filme, Umschlag. Nee, hat sie. Die Spieluhr hat sie noch. Die ist das ja aber auch nicht. Okay. Dann springen wir wieder zurück. Wie sie gesagt hat. Stolz der Nation. Gucken wir uns den Koffer mal an jetzt. Oder ist hier noch was versteckt? Was Spannendes. Da geht's runter. Herr Gustavs Radio. Looks like he customized it, probably to compensate for the wave disturbance due to the mountains. Was ist das hier? Did you take this picture? Of course. How did you get to film them training? Oh, it was a commission. Lucky, really. Right place, right time kind of thing. Of course, I jumped at the chance because it meant I could film Leon in action at last. Leon war der Skitübi, ne? How did you and Leon get together? I mean, how did you... We're just friends, if that's what you want to know. Leon Kobatis, genau. Das ist hier der Fascho. And Herr Huss. What's he doing with the Origin Expedition? Unfortunately, all scientific expeditions sponsored by the Brown Shadow come with a chaperone like him. They're to make sure their funds are used as they see fit. In other words, that there is no divergence with regards to their ideology. Politischer Kommissar sozusagen. How did you get to film them training? Okay. Oh, it was a commission. Lucky, really. Right place, right time kind of thing. Of course, I jumped at the chance because it meant I could film Leon in action at last. Ja. Das ist ja wichtig. So, da ist der Schlüssel doch. Nehmen wir X. The key Yunta asked me to hide. Ah, und jetzt werden wir den verstecken und dann kann
Kate das irgendwie aus den Notizen irgendwo herauslesen, wo er ist, oder sie findet ihn zufällig. You can't be too careful with these mountain people, especially with that little Lenny sniffing around my equipment all the time. Ach, so was aber. Nee, brauchen wir nicht verraten. Where do you normally put it? I have a little hiding place over there. I have a little hiding place. Na gut, dann packen wir das mal da rein. Yes, there's a deal. Handy hiding place. Ah, wie weit wollen wir's? Oh, Herr Gustav, he knows only too well that some customers have their little secrets, you know. Wollen wir lesen, was da drin liegt, oder hoffen, dass das in Kates Zeitlinie immer noch da liegt? Ah, ich sage mal Zeitlinie, aber 2005 immer noch da liegt. Ich meine, sie steht halt direkt hier neben uns. Ich glaube, wir lassen das mal da liegen. Bring den Schlüssel da rein. Schwupps. Machen die Klappe zu. Huch, jetzt bin ich rübergesprungen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier rechts drücken. Just need to finish preparing for the filming tomorrow. Then we can chat away to our heart's content. If you could just fetch me a new roll of film from the darkroom, then we're done. Ah, jetzt hätten wir sowieso da reingemusst. Na gut. So, Kate kann den Schlüssel dann da wieder rausholen. Na klar. Und der Film lag hier. Here are the film rolls Yunta asked me for. So, also die Frames sehen immer noch erstaunlich gut aus bisher. Könnte man sogar fast überlegen, die Grafik wieder ein bisschen hochzustellen. So, Sie müssen das im Dokument beschriebene Ende der Ereignisse in der Vergangenheit erreichen. Erkunden Sie die Vergangenheit jedoch weiter. Alle Informationen, die Sie brauchen, um im Jahr 2005 weiterzukommen, bleiben verfügbar. Es liegt an Ihnen, sie in Erfahrung zu bringen. Darn it! The end of Yunta's notes. Impossible to know what happened next. But maybe I can figure out how to open the coffer. From what I've read. Sollen wir das erstmal machen, vielleicht? Wir können ja wohl noch wieder zurückspringen. Also. Quatsch. Erstmal Schlüssel holen. Da muss er doch sein. Ist das normal, dass der Cursor hier irgendwie so auftaucht? Eine Rolle. Aber was auch immer da drunter lag, ist nicht mehr da. Schade. Yunta's coffer key. So ein Zufall aber auch. Also dann. Wollen wir mal aufschließen hier. Wrong one. Quatsch. Where can I find the combination for the mechanism? Wie sieht die denn überhaupt aus, die Kombination? Ach, das sind die Bilder, ne? Wo kriege ich das aus dem Gedächtnis hin? Ich glaube fast nicht. Aber ich will es einmal versuchen, bevor ich zurückspringe. Also der Steinbock war ganz oben.
Kann ich hundertprozentig mich erinnern, ob der... Ob der Berg unten war oder der Wald. Und dann war da noch ein Edelweiß. Ha! Ist auch immer noch unter Strom, das Gerät. So, was macht er denn? Was kann er denn? Achso, hier muss man den... Ah, hier spannt man den Film dazwischen ein. Genau, und dann schließt man das. Okay. Was macht das? Abspielen wahrscheinlich. Mhm. Better try something else. Ach, war die andere noch leer? Kann sein. Dann muss das hier rüber gespannt werden, natürlich. Ach nee, aber die ist doch voll hier, oder nicht? Ich hätte jetzt gedacht, da müsste jetzt eine leere Rolle drauf. Auf die andere Seite, damit man das jetzt hier rüberziehen kann. Na gut, aber es klappt. Dann machen wir das Ganze wieder zu. Mal noch ein bisschen hier am Rumfummeln, wie die Steuerung funktioniert. Ja, stell dich mal vor alle davor, genau. Wollt ihr nicht ins Himalaya oder was?
Okay, da sehen wir jetzt gerade, wie das Bild entsteht, ja? Ja. Also Leon hat das Bild gemalt. Ein Rätsel gelöst. Ja, der Controller, genau. Heute zum ersten Mal im Betrieb. fühlt sich gut an, würde ich sagen. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, die oberen Schultertasten zu erreichen, dafür muss ich mich erstmal, muss ich ihn erstmal in die richtige Position kriegen, sage ich mal. Aber ja, ich hantiere noch damit rum. Okay, also das haben wir jetzt rausgefunden. Sollen wir es wieder rausnehmen eigentlich? Oder was ist jetzt der Auftrag? Nochmal sehen möchte ich das nicht alles. Interesting footage. Let's see what's on the other reel. Ah, also sollen wir. Okay. Dann bitte auch mal aufspulen. Und diese Rolle benutzen. Muss natürlich die Klappe auf. Wie war das jetzt noch? Ach da. Klappe zu. Und ab geht's. Hä? Kann ich jetzt? Ich kann mich im Film umschauen, okay. Das ist quasi. Heißt das jetzt, Dana hat jetzt gerade die Kamera und läuft damit quasi hier rum und filmt? Fotoapparat. Okay, also, das haben wir gesehen. Da gibt es die den Durchgang und die Truhe. Ja, gespannt, was ist jetzt dahinter? Ach, das ist nicht. Warte mal. Das war doch gerade Dana, die da stand, oder nicht? Dann ist das hier, Leni, die gerade filmt, kann das sein?
Was geht da jetzt vor sich gerade? Ja. Es wird hier noch gespannert. Okay, also Dana und Leon haben sich irgendwie gestritten und Leni hat das alles mitbekommen. Leni filmte einen Fight zwischen Dana und Leon. I'd better go back and see her to find out about it. Jetzt ist die Frage. Aber wir gehen erstmal nochmal in die Dunkelkammer zurück, würde ich. Ach nee, da komme ich nicht hin, ne? Oder kann sie den Schrank mittlerweile mal zur Seite schieben? According to Yunta's notes, there was a room on the other side. I can't reach it anymore, but Dana could. Ja. Aber zu Dana kann ich jetzt gerade nicht springen, oder? Aber warte mal, was ist denn mit der, wenn wir jetzt wissen, dass da ein Raum ist, vielleicht können wir die Leiter benutzen. Don't want to break my neck, thank you very much. Dann gucken wir vielleicht in das Zimmer unten, wo der Streit war. Dormitories. I wonder how many people stop at the refuge these days. Warte mal, wo war denn der? War der jetzt hier oder? War der ganz unten? Ne, hier müsste das gewesen sein oder nicht? Ist der Spiegel nicht hier drüben irgendwo? Hier ist der Spiegel. Dann müsste doch das hier das Zimmer sein. Und hier ist schon wieder die Zigarre. Die haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Another of those cigar butts. This must be Dana's room that I saw in Yunta's film. It's where she and Leon had their fight. Aber was sagt uns das? Wieder das Gemälde aus dem Laden von Danas Eltern. Ich sehe jetzt hier gerade nichts weiter zum Interagieren, leider. Schauen wir mal ins Tagebuch. Wo sind wir denn hier eigentlich stehen geblieben? Automaten verloren, das wussten wir schon.
Silberspiegel. Ich glaube, das haben wir auch schon gelesen. Wie auch immer, Miss Walker ist immer noch auf ihrer aberwitzigen Suche, die Frau auf dem Gemälde aus dem Bergwerk zu finden, hat sie ja jetzt. Also, ich vermute, dass sie sie in diesem neuen Abenteuer, dass sie sich in dieses neue Abenteuer gestürzt hat, um ihrer Trauer zu entkommen. Herr Müller vom Antiquitätenladen sagte mir, er habe sie zur Hütte am Silberspiegel in den Bergen geschickt. Ja, das haben wir schon gesehen. Genau, da sind die Fotos von Müller. Da gibt es also auch keinen neuen Bericht von dem Detektiv. I should go back to Lenny and ask her if she remembers what the argument between Dana and the Mountaineer was about. Ah, okay. Das können wir doch hinkriegen. Sitzt sie noch draußen? Ja. Entschuldigt bitte. So, bevor wir aber hier ins Gespräch gehen, liebe Leute, beende ich diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin sehr gespannt, welchen Geheimnissen wir hier noch weiter auf der Spur sind. Und, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.